Die ADAC Formel 4 startet zu ihrem dritten Saisonlauf auf dem Lausitzring, diesmal nicht nur im Rahmen des GT Masters, sondern auch gemeinsam mit der DTM. Die jungen Nachwuchspiloten also hochmotiviert, allen voran Mick Schumacher, der sich für die ersten beiden Rennen gleich die Pole sichert. In Kurve 1 des ersten Rennens geht noch alles glatt, das Feld schlängelt sich diszipliniert durch, aber dann, Mitte der ersten Runde, kommt es im hinteren Drittel zur Massenkollision. Verletzt wird zum Glück niemand, aber das Rennen muss für rund 19 Minuten unterbrochen werden und 10 der 35 an den Start gegangenen Piloten scheiden aus. Etwa 5 Minuten vor Schluss drückt sich Thomas Breining auf der Startzielgeraden vorbei an Yannis Fittje und kann Rang 3 bis zum Schluss verteidigen. Nach insgesamt nur 7 Runden im Rennbetrieb wird der Kanadier Camille Laliberté Zweiter und fährt damit erstmals in diesem Jahr auf das Podium. Der Sieger des ersten Rennens aber heißt Mick Schumacher, der damit weiter zu den Favoriten in diesem Jahr zählt. Mein Ziel war immer, oder ist jetzt, vorhin anzukommen, damit ich so viele Punkte sammle für die Meisterschaft. Jetzt konzentrieren wir uns auf die nächsten Rennen und dann schauen wir weiter. Schumacher, der Sieger von Rennen 1, also auch bei Rennen 2 wieder auf der Pole. Dahinter greift Konkurrent Joey Mawson wieder in den Titelkampf mit ein. Schumacher verteidigt die Führung, hinten kommt es aber zum ein oder anderen Ausritt. Richtig knapp wird es dann 2 Runden später. Sophia Flörsch dreht sich und hat Glück, dass sie nicht von den nachfolgenden Autos getroffen wird. Weniger Glück hat Andreas Estner. Am Ende der Start-Zielgeraden verschätzt sich Kevin Kratz im blauen Boliden und rast dem 15-jährigen Estner in die Seite. Auch für den Schweizer Moritz Müller-Crepon ist das Rennen vorzeitig zu Ende, genauso wie für Michael Walther im roten Wagen und Louis Gachot. Aufgrund der zahlreichen Unfälle fährt das Feld bis etwa 3,5 Minuten vor Schluss hinter dem Safety Car her, bis die Rennleitung schließlich entscheidet, das Rennen vorzeitig zu beenden. Der Sieger heißt erneut Mick Schumacher, Yannis Fittje wird Dritter, Joey Mawson fährt auf Rang 2 und holt damit wieder wichtige Punkte im Titelkampf. Durch die vielen Safety-Car-Phasen gab es leider nur wenig Racing, aber es ist gut, wieder zurück auf dem Podium zu sein und Punkte zu holen. Ich bin also zufrieden mit dem Rennausgang. Rennen 3 startet nach starken Regenfällen hinter dem Safety-Car. Erster Verfolger von Ronald Dobmeier am Steuer des Audi und damit Pole-Setter ist Leonhard Hogenboom. Nach knapp 6 Minuten gibt die Rennleitung das Rennen wieder frei und der 16-jährige Niederländer verteidigt erfolgreich seine Führung beim Restart. Eine halbe Runde später aber kann er den dritten der Gesamtwertung, Mike David Ortmann, nicht mehr hinter sich halten und verliert die Führung an den Deutschen. Dann bläst Joey Mawson zum Angriff, überholt zuerst Kim-Lewis Schramm und gleich danach auch Leonhard Hogenboom, der Australier damit neuer Zweitplatzierter. Mick Schumacher, beim dritten Lauf auf dem Lausitzring von Rang 10 ins Rennen gegangen, holt in der ersten Rennhälfte ganze 6 Plätze auf. Doch auf der abtrocknenden Strecke müssen sowohl er als auch sein Meisterschaftskonkurrent Mawson mit den abbauenden Regenreifen kämpfen. Der Australier beschädigt sich dann auch noch den Frontspoiler und wird an die Box gerufen. Keine Punkte damit für den Meisterschaftsführenden. Mit der immer trockener werdenden Strecke schlägt nun die Stunde des Rookies Fabio Scherer. Schon von Beginn an auf Trockenreifen unterwegs, geht er in der Schlussphase mühelos an allen anderen vorbei, macht sagenhafte 13 Plätze gut und fährt vor auf Platz 1. Dahinter kommt Yannis Fittje als Zweiter über die Ziellinie. Dritter wird Mike David Ortmann. Mein Ingenieur, der hat gesagt, ja, P14, es ist nicht überaus der beste Startplatz. Nehmen wir Slicks und fertig. Und dann bin ich rausgefahren und ich habe gemerkt, nach 2 Runden, es beginnt zu funktionieren. Und das war sicher eine sehr gute Entscheidung. Mick Schumacher hat mit seinem 6. Platz im dritten Rennen in der Lausitz seinen Rückstand in der Fahrerwertung auf 3 Punkte verkürzt und kann beim nächsten Stopp in Oschersleben vom 17. bis 19. Juni an seinem Konkurrenten Mawson vorbeiziehen.